So, und Ich habe das nur gerade ein nächste bisschen nur Level. gegessen. Das ist heute mein erstes Essen, mein Da habe ich Freund. meine Klappe so weit aufgerissen, dass ich das schneller schaffe wie du. Dass ich das auf richtigen Weg schaffe, ne? Wo, weißt du, wo ich gesagt habe? Lame, Exo, klar. Wow. Klar, alles überfliegen, weil Exo hat hier ist überflogen. Das Level. Naja, geht. Also die. Weil er schon genervt war vom Spielen, weil er vorher das Geister ausgemacht hat und trotzdem weitergespielt hat, was ich nicht schlecht finde. Ganz toll. Yoshi, wer braucht schon Yoshi? Nee, komm, also ich bin zur Mitte auch schon mal ohne Fliegen gekommen und dann habe ich den Part einfach nur noch überflogen. Du hast den zweiten Part aber auch überflogen. Nein, da habe ich es Doch, ja den geschafft. hast Komm, du. da bin ich bei den knappsten Sprüngen ever, habe ich ge. Ach so, Was war ja. das denn? Ich habe keine Ahnung. Das war cool. Oh. Ja, das war blöd. Fuzzy of Doom ist Fuzzy of Doom. Yo, sehr gut. Nein! Verpiss dich, Yoshi. Wer braucht schon Yoshi? Sag mir der mich dafür anmotzt, wenn ich irgendwie Yoshi so sage. Ja, Jerry, kannst du Kackvieh. Sag mal nicht so eine Posse. Ja, Yoshi ist voll super. Übrigens, du weißt schon, dass ich bei der einen Audiospur noch das nach der Aufnahme habe. Das könnte ich eigentlich drin lassen, aber ich habe es natürlich jetzt nicht beim Renner gemacht, aber ich habe noch die Audiospur. Was für eine Audiospur? Von wo, wovon redest du? Du hast dann nach der Aufnahme zu deiner besseren Was zum? Was habe ich Hälfte gesagt? gesprochen. Ach so, weiß ich nicht mehr. Okay, das lassen wir am besten raus. Es kann nichts Gutes gewesen sein. Es Es war aber ist. nicht, es war bestimmt nichts Ernst gemeintes. Es war sehr 18 plus. Was war's? Es war für Altersstufe 18 und höher, definitiv. Ah, okay, dann hat's bestimmt irgendwas mit Blowjobs oder so zu tun gehabt. Na, fast, sagen wir so, das, ich könnte ja jetzt zitieren, dann haben wir schon mal in deinem Video, aber ich weiß ja nicht. Ich glaube Nee, nicht. passt schon, lass es weg. Lass es weg. Ja, komm, lass weg. Ich hab's in deinem Let's Play auch nicht gesagt. Sondern Ja. danach. Wenn du es noch aufnimmst, dafür kann ich nichts. Ja, ich Lass brauche hier ein diese paar. Stelle. Lol, was war das, Mann? Nee, das Ding ist ja, ich brauche ja ein paar Sekunden, dann noch die andere Spur zu beenden, weil ich muss jetzt die eine abspeichern, sonst leckt das mir alles zu Tode. Todesschläge sind Aha. tödlich. La 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 la. Ich Du höre die hörst jetzt auch Musik. den Spielsound? Nein, ich höre den nach wie vor nicht, mein Freund, aber ich habe jetzt einfach nur gerade mitgesummt. Ach so. Da fliegt der Ich eiskalt. wollte gar nicht fliegen. Nein! Dafür tue ich gleich einen Yoshi mal weg. Aus totaler Absicht, weil ich geflogen bin. Kein Ausgleich. Oh, das ist jetzt aber richtig cool hier. Hui! Oh, nice. Aber Fazit sind echt unkaputtbar, richtig. Ich Unbesiegbar. glaube nicht ganz. Irgendwas, glaube ich, kann sie töten. Ja, wenn der Spider einfach mal weggebackt wird. Hast recht. Das ist doch eine Kackstelle. Wie komme ich da vorbei? Bin ich Ich ja noch bin. nicht einmal. Da bin ich noch nicht einmal. Was? Na, du springst ran und springst dann rüber kurz über den einen Fuzzy, statt dich Ja, dort in der Mitte in die klar. Mangel nehmen zu lassen. Komm, das habe ich auch so gemacht. Oder du holst dir Keiner Yoshi. braucht hier diese Seilbahn. La 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 Ungefähr so ist la auch Exo durchgekommen. Die ganze Zeit draufspringen, weiterspringen. Mehr erzählt er was von lame. Das stimmt. Das ist total lame. Deswegen mache ich es ja auch. Richtig. Und wieder ist der eine Spoil weg. Jetzt aber allerdings echt unpassend gewesen. Ja, Ja, das. genau, so hat er es gemacht. Genau, David. Das ist total lame, so, wenn man sowas Ja, macht. mit Yoshi kann man es ja also sprungmäßig abteilen, wie sonst was. Das war jetzt keine Absicht. Das war sehr intelligent. Ja. Ob er das schafft, ob er das schafft. Nein. Ist mir aber Starts von der ziemlich Mitte. egal, dass ich da jetzt von der Mitte aus weiterspielen kann. Und wenn ich da gleich eine Feder habe, mache ich das auch. Weil besser komme ich da wahrscheinlich eh nicht hin. Was sagst du? Du könntest mit einem Yoshi hinkommen. Vor allem sind da jetzt die beiden Blumen. Sehr schön. Oh, fucking nice. Na komm, bis die Feder geil aus. 3, 2, 1, meins. Oh. Kann man da rein? Nö. Oh, der Becky macht hier halt auf Weiß auf das Silver Surfer. So, oh, jetzt kommt. Ah! Die Stelle habe ich mir auch so furchtbar einfach gemacht. Ohne Fliegen. Ui, was? Ich hab Standbild. Egal. Okay, ist hier wieder alles. Stimmt, die Stelle war Abfuck. Okay, wie. Es ist jetzt ein bisschen blöd, ne? Ja.
Ah, schön. Okay, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ja, wie soll ich denn sonst machen? Mit viel Geduld und Tu. Oh Gott. Fassios Dom sind Ah. Fassios doch du. Jetzt wollte ich schon wieder laden. Gut, dass ich es nicht geladen habe. Warum nicht? Ja, weil ich dann wieder den Mittelpunkt nicht habe. Ah. Wir hätten ja so à la Emiro-Regeln machen können. Bei einem Safe-State-Ding da. Ja, richtig. Beim Mittelpunkt darfst du Safe-States verwenden. Ich bin der Emiro. Nein, ich will ihn ja nicht verarschen, ja. Er hat schon Skills in dem Spiel. Es ist halt nur schade, dass er zu viel Safe statet. Ja, wenn er es darf, kann er es doch einfacher machen. Stell dir vor, ihr müsstet das ganze Spiel am Stück spielen ohne Safe States. Vielleicht kann man noch sowas wie Kaisos, das hier eigentlich noch Kindergarten, Kindergeburtstag und so. Du kannst den Hack nicht mit Kaizo vergleichen. Kaizo ist nicht gedacht dafür, dass man es ohne Safe States macht. Das ist einfach nicht. Das ist ein anders. Es ist anders ausgelegtes Spiel. Auf Abfuck pur. Ich spring einfach so rüber. Eventuell klappt's ja. Du bist ja auf der Mitte. Hast noch 96 Leben. Dürfte noch knapp werden, aber naja. Komm, sein Mann! Wie einfach so rüber? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Na, einfach so rüberspringen. Ja, guck mal, mit Spin Jumps wärst du sogar, glaube ich, ganz gut rübergekommen. Ah. Like a Sir. So, das kommt, ich schaff's jetzt, aber. Wow. Ich dachte schon, du stirbst an Gumba. An Gumba, richtig. Hier sind keine Gumbas. An Koopa. Woo! Todeslexen tötet. Oh yeah. Das ist ja jetzt alles sehr cool. Boah. Alter, Mann, nerv mich nicht. Was ist das für ein scheiß Level? Ich glaube, ich überfliege das. Ich habe den zweiten Part nicht überflogen. Komm, du hast mich. Aber soll ich dann auch wieder den Part nochmal anfügen? Revidiert von Blackie. Ja. Okay, danke, dass du rüberfliegen. Da bin ich ja sogar noch skiller als. Skillerer als du. Skillerer? Du weißt ja, was ich meine. Cholera? Naja, talentierter. Warum sag ich nicht gleich talentierter? Oh, dieses Englisch-Deutsch, Das Denglisch. war's. Ach komm, schaffst du, kein Oh. Ding. Ja! Das war nicht mal Absicht. Tod durch Rübe. Tod doch dumm. Das ist nichts Neues bei der Menschheit. Okay. Menschen sind scheiße. Ich mag keine Menschen. Also ich mag sie ja mit Süß-Sauer-Soße. Bitte was? Nein. Kannibal. Ach, verdammt. Stimmt, da gab es ja mal so Tune. Wo habe ich denn eigentlich nochmal so ein Kannibalismus? Da, Wo da, da, gibt's da. denn das? Was war das denn? Ich habe keine Ahnung, was das war. Das war Ja. nix, du hast gar nichts gesehen. Mario dachte jetzt so Leap into Dark. Feel the voice in the dark. Nein, die werden es toll, das sollte ich nicht nachsingen. Warum hast du eigentlich keinen Spin Jump? So, Allah, ich bin cool und du bist. Yo. Stimmt, Spin-Jump könnte ich auch mal machen. Oh, das ist zu hoch. Der Typ, der mich immer drauf sein will, das ist Spin Jumps. Stimmt, da hast du vollkommen. Nein, du hast vollkommen recht. Ich muss jetzt Spin-Jumps machen. Ich habe nämlich noch 90 Versuche. 91. Ich bitte dich. Schaffst du nicht, Mann. Schon zu oft verkackt. Das erinnert mich an. Warte, ich glaube, ich hatte irgendwas mit 90 Leben oder mit irgendwas mit 60, dann hatte ich ja nur noch irgendwie so 12 oder so. War das nicht mal bei diesem einen Fuzzy-Level? Nein, das war dann bei der Lava-Welt war das. Ja, okay, bei Lava wird aber auch bei diesem einen Fuzzy-Level habe ich unglaublich viel Leben verloren. Das Fuzzy-Ding hat mich auch total aufgeregt. Oh, das Lava-Ding, glaube ich, war der schlimmste Rage-Part. Ja, ich glaube schon, dass das der schlimmste Rage-Part war. Ah, oh, jetzt habe ich wenigstens meine Feder behalten. Und jetzt klärst du zu tief und fällst runter. La 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 Oh, la la Exo! Ja? Weiß nicht, was haben wir? Ich sorge für die Spinjump, Spinjump, wee, warte, ich sorge für die gute Stimmung. Ich würde springen. Sehr gut. Du lernst schnell, mein Schüler. Oh Gott. Ja, für den Dragon Coin macht man auch den Scheiß. Warum kann ich mich an den ganzen Parts hier nicht erinnern? Bin ich da so gut durchgekommen? Wow! Oh Gott, tot. Tot! Tot! Oh. Entweder machst du Spin-Jump zum Fuzzy oder springst einfach ins Ungewisse. Ja. Scheiße. Warum du hier so leicht durchgekommen bist, weil du mit Yoshi über alles drüber gesprungen bist. Ich habe ja auch Yoshi bis zum Ende behalten. Ja, schon klar, aber das ist viel zu einfach. Viel zu. Es ist einfacher wie so durch. Na, also, irgendein Typ hat gemeint, ja.
Genau das. Nein. Und Typ hat gemeint, er wird wahrscheinlich nicht besser hierher kommen. Also ergo würde er es mit deinem Skill nicht schaffen, Yoshi bis dahin zu bringen. Also ergo habe ich diesen Typen dort skilltechnisch übertroffen. Ja, das war bestimmt sein Hintergedanke. Richtig. Ja, ich bin schon toll, ne? Ja, das war sehr gut. Nein! Oh, jetzt habe ich geladen. Oh, ich bin nicht schlecht. Danke für den Jetzt fliegt ja auch noch dieser. Ja, weil ich doch die erste Hälfte schon gemacht habe. Das interessiert doch hier keinen mehr. Ich schreibe ins Video. Zitat revidiert. Ich habe nichts. Was für ein Zitat? So nach dem Motto, oh, überfliegen ist aber voll lame, du Spacko. Und ich habe ein Standbild. Ja, das war jetzt eventuell nicht so klug. Du hast ja die Hälfte überflogen, die du noch nicht geschafft hast, normal. Deswegen. Doch, ich hab's geschafft. Ja, aber nicht normal. Doch, hab ich. Nein, du hast dich nicht an diesen Lüften festgehalten. Das ist normal schaffen. Auf einmal. Ja, ist doch so. Oh, ich spiel's für dich nach. Nein, aber du revidierst ja Sachen, die gar nicht revidiert gehören. Ich verstehe. Du hast es sogar in deinem Let's Play zugegeben. Ja, ich mach das jetzt so, weil ich keinen Bock habe, das richtig durchzuspielen. Hauptsache, ich hab's geschafft. Richtig. Warum verschließe ich immer von Yoshi? That's no good. That's no good. Okay, jetzt mag ich nicht mehr. Ich mag jetzt nicht mehr mit Skill spielen. Ich spiele jetzt wieder ohne Skill. So. Ich mache jetzt einfach irgendeine Scheiße. Spring runter. Das ist ganz gut und so. Ja. Diese Trefferfrage mal. Wenn Yoshi schon die Zunge ausfährt, müsst ihr ihn ja schon eigentlich so einsaugen. Ich meine, dieser Knubbel an der Zunge ist ja irgendwie 3 Meter dick. You know what I mean, man? Yup. That's fucking cool, man. Was war das denn? Let's fucking cool, man? Was? That was fucking cool, man. Ich weiß, das war schlechtes Englisch. Kann ich auch reden. Ja, ich tun auch schlechten können Englisch reden tun. Weißt du, was mein Problem ist? Ich stehe jetzt schuletechnisch so mit Englisch und so 1 und wenn das dann passiert, dass man einen kleinen Fehler macht, dann wird man so unglaublich angezückt, dass die 1 unverdient ist, weil halt jetzt die Frage, die Phrase mit to tell. To tell ist es ja im Allgemeinen, da sollte man es halt in den Infinitiv umsetzen. Und ich habe halt geschrieben, to tell his mother. Ja, wie soll ich denn da drüber kommen? Im richtigen Moment springen. Klar, im richtigen Moment springen. Ich spring gleich im richtigen Moment. Okay. Soll ich es im Infinitiv umsetzen? Würde das heißen, to tell, I would tell it to. Mein Mann, ich habe dieses to halt vergessen. Haben wir alle rumgezickt. Wie kann denn eine 1 haben? Der hat mindestens nur eine 3 verdient. Mindestens eine 7. Ja, richtig. 7,5 mit Status Quo. Und der Wurzel aus 3,2 zum 25. Quadrat. Und dessen 13. Wurzel. Ja. Hyperbeln ist toll. So, Leute, jetzt schaffe ich's. Das habe ich ein richtig gutes Gefühl. Im Urin oder im Stuhlgang? Im Stuhlgang. Oh, alles klar. Das ist kein Wunder, dass es gut anfühlt. So, jetzt erst warten, bis das Ding zurückkommt. Gern geschehen. Becky, tu es nicht. Kreissäge auf Doom ist meine Kreissäge auf Doom. So, gleich weiter. So, jetzt sind wir wieder da, wo wir vorher waren und bitte nicht laden, Blacky. Blacky, nicht laden. Ja, Räusper und so. Ich finde es interessant, dass die Frames-Anzeige dort bei mir ist ein gelbes A und daneben steht 60. Ja, das ist rot. Bei mir auch. Warte, das soll man noch gar nicht im Video sehen, oder? Nee, das sieht man auch nicht im Video. Aber du siehst es selber, okay, ich sehe schon. Ich sehe es selber, ja, ja, aber ich tue da später den Rahmen drüber legen. Ach richtig, da war ja was. Ja, ich habe so einen hübschen Rahmen. Ich hatte einen Rahmen, ich habe den eigentlich sogar fertig, bloß ich habe erstmal einen Test dran gemacht für ein anderes Projekt, bloß ich will jetzt nicht versuchen, darauf ein Video zu rendern. Ich weiß auch nicht, ich habe mich da irgendwie abgekrampft, so ein Bild zu machen, weil GIMP ist ein Scheißprogramm. Ja, ich arbeite auch mit GIMP. Ich finde GIMP ganz, ganz gut, wenn man damit umgehen kann. Ja, letzteres ist wahrscheinlich mein Schwierigkeitspunkt. Ich komme mit dem Ding einfach nicht klar. Ey, wenn du mit GIMP so klarkommst, dann kannst du mir eventuell mal so demnächst helfen, ne? Natürlich kann ich dir helfen. Ich kann dir alles sagen, was du wissen willst. Was willst du wissen? Wie kann ich da ein Porno drehen? Du kannst mit GIMP kein Porno gehen. Es ist ein Bildbearbeitungsprogramm. Ja, siehst du. Also wenn du schnell genug... Es geht nicht. Ich kann dir das erklären, aber wenn es nicht geht, dann geht's nicht.
Ich kann dir erklären, dass es nicht geht. Was? Wenn man ständig Bilder aneinander fügt und mit minimal verändert, dann wird daraus ein Film, ein Porno. Ja, aber du machst ja, du tust dir die Bilder dann aneinander rein mit einem Filmprogramm und nicht mit GIMP. Aber ich verändere sie mit GIMP. Also du machst damit direkt ein Porno. Nein. Doch. Du machst damit die Vorlage für ein Porno. Ja, ich bin die Vorlage. Für deinen Vorgarten. Ja, klar. So. Wir sollten definitiv Rapper werden. Definitiv, wir würden die Szene so unglaublich bashen. Ja, wir wären voll die Instant hier. Instant Rich und so. Wir könnten uns ja die Bierbäuschen nennen. Triffst du wenigstens noch 50% zu. Nein, mein Scherz. Blacky ist ja voll dünn und sportlich. Ich tu Radl fahren. Fahrrad fahren, das tut der Weifen auch jeden Tag zur Schule seit 32 Jahren und er ist dann auch sehr verliebt ins Essen. Aber er ist ein ganz guter Typ, einer der besten Lehrer, die man sich wünschen kann. Oh, das war voll lustig. Wir sollten ein lustiges Ereignis schreiben als Geschichte und sollten das angeben und das wird bewertet. Und du kennst mich ja. Ich bin drüber gekommen. Episch. Du kennst mich ja mit meinem ganz tollen Stil immer. Und ich habe halt die Situation aufgegriffen, dass ich lustig finde, wenn Lehrer oder allgemein Autoritätspersonen meinen, sie hätten zum Beispiel Respekt verdient, einfach weil sie verdient haben aufgrund ihres Alters, aufgrund ihrer Position etc. pp. Oh Gott. Ich hätte aber glaube ich auch nicht nach rechts springen sollen. Wäre eine Idee gewesen. Ich hätte nicht nach rechts springen sollen, da vorher, also ich hätte schon das mit dem Fuzzy machen müssen. Mhm. Und hab dann halt eine Kritik geschrieben, halt so nach dem Motto, warum ich das so belustigend finde, wenn sich halt Lehrer zum Beispiel verhalten, so nach dem Motto, zum Beispiel, sie vermeiden Diskussionen, geben einfach Tadel, und versuchen, wenn sie zum Beispiel versuchen, einen anderen Schüler zu diskriminieren oder zu beleidigen, und man halt in meinem Fall zum Beispiel, ich biete Parole und konter das, dass ich gleich beleidigt fühlen, bockig werden, Tadel versuchen zu verteilen und bla bla bla. Also ich hab halt eher eine Kritik abgegeben. Aber ich finde halt, das ist immer an sich belustigend, das Thema, und deswegen. Oh Gott. Tod! Wow! Oh Gott. Wow! Toll. Wie hätte ich denn das noch machen sollen? Mit viel Magie. Ja, und das habe ich halt abgegeben. Und mal sehen, mit viel Magie? Was ist denn das für eine Aussage? Glaube an das Herz der Karten. Nein, mit einer ganz neuen Magie, die ist viel coolerer. Merci, dass es dich gibt. Okay. Das ist, finde ich, nicht so schwul wie das Herz der Karten. Blacky, glaube an das Herz der Karten! Wir sind keine Karten, wir spielen Mario! Wow! Was zur Hölle? Was war das denn jetzt? Tod. Ich weiß es nicht. Es sah cool aus, auf jeden Fall. Du kriegst dafür einen Skillpunkt. Ding! Toll, ein Skillpunkt fürs Sterben. Wow, hab ich schon viele Skillpunkte. Ja, ach, das erinnert mich an die Unterwasser-Szene bei mir. Ach, ich bin so stolz und so kackendreist, dass ich dort einen Zoom reingefügt habe. Manchmal auch werden alle rumreiten, sofern da überhaupt jemand kommt. Was für ein... Also ich in der Unterwasser-Szene... war ich auch so angenervt und dann hätte mich fast wieder dieser Torpedo-Ted getötet und hat da ganz knapp nicht und du dann schon so und dann kamen diese Dreier-Chaps und ich dachte so, okay, ich sterbe und bin dann perfekt durchgekommen, auf da extra Zoom reingefügt, damit man das ganz nah sieht. Lol. Kacken dreist. Was? Was ist das hier, Leute? Was soll denn das sein? Wunder, es ist ein Karussell. Ja, es ist ein Karussell des Todes. Das Fuzzy ist ja... und Kettensäge. Zwei Gegner, die man nicht besiegen kann. Das ist ja ein wahres Pokémon-Karussell. Kennst du Pokémon Stadium? Ich bin nicht so der Pokémon-Fan. Ich will es nicht kennen. Ich will auch keine Erklärung. Oh. Kommentator, der gerne mal Sprüche sagt, das war eine der Sprüche. Ich könnte dieses Level jetzt langsam mal schaffen, oder? Ja, könntest du, wenn du dich so gut anstellen würdest wie ich. Nein, also ich will nicht sagen, dass weder Blacky besser ist als ich, noch dass ich besser bin als Blacky. Ich glaube, wir wechseln uns immer ganz gut ab. Kommt auch drauf an, wer vorspielen muss meistens. Da kann ich jetzt ein paar Ausnahmelevel, wo... Das hast du fein gemacht. Ein paar Ausnahmelevel, wo dann, wenn wer vorsteht, spielt, dennoch besser ist. Zum Beispiel bei mir war es das Eislevel. Und bei Blacky war es halt zum Beispiel der Wald mit dem Geheimgang. Den hat er ja auch schneller hinbekommen als ich. Hatte ich auch unglaublich viele Schwierigkeiten mit dem Level. Oh, der Chucks immer. Der Chuck! Haben wir auch schon lange. Oh, was? Stimmt, dieses andere Chuck-Level, das habe ich ja bei dir gesehen. Das habe ich ja bei dir hinbekommen, deswegen war ich ja schneller. Die Aussage von mir wäre jetzt logisch gewesen, wenn ich langsam gewesen wäre. Wie soll ich da denn ohne Feder vorbeikommen? Geht gar nicht. Das ist eine gute Frage. Runterklettern, dann hochklettern. Da tut ja zuerst der Säge und dann dem Fuzzy ausweichst. Ausweichst. Weichst. Bäh. Ach komm.
Bei mir ist der Sprite schon längst verschwunden. Ich finde es sehr Ja, bei interessant. mir war dann noch ein Millimeter da und so ein Millimeter reicht natürlich, um Mario total in den Arsch zu vögeln. Es reicht, um Frauen zu schwängern. Okay, wir sollten nicht auf dieses Thema abrutschen. Sieht man die Ex-Worte recht? Oh Gott. Ja, das wäre. Ich müsste noch gut umsetzen, ne? Ja, weil du hast gesehen, ein Hauch von Ex und eine Prise von Blackie und man sieht, wir sterben dennoch. Scheiße! Gescheiß, Mann, jetzt komm mal nieder, Blackie. Dieses Level, ich überflieg's auch gleich, ey. Das ist voll sweet von dir. Oh! Boah, komm, mach hinne! Was ist denn das für ein Kack? Weil die Feder so langsam runterfliegt und weil alles blöd ist und weil dieses Level stinkt. Ich will endlich weiter. Nein, danach kommt das blöde Level. Das will ich auch nicht machen. Das Level ist es ja eigentlich einfach, wenn ein Fehler passiert, du musst so unendlich lange warten. Das ist so ein Level, wo ich gern selbst daten würde, einfach nur um die Zeit zu ersparen. Oder cutten würde. Aber dann kann man ja auch sagen, ich hab gesagt, ihr Spöcken. Ja, klar, es ist Ehre, ne? Das hat was mit Ja. Ehre zu tun. Wir sind voll Naja. Japaner. Ehre! Arara, Ehre! Ja, nimm dieses Schwert und töte ihn. Warum? Es bereitet wieder deine Ehre, indem ich Blut rausspiele? Ja. Warum hast du dich getötet? Ach, ich wollte nicht so weit runterklettern. Eigentlich schon, aber ich dachte nicht, dass da schon Ende ist. Also wenn es drauf wird, dann ist Ende. Bitte, ich hab dir gerne was beigebracht fürs Leben. Wenn es aufhört, ist Ende, ne? Danke. Ja, kein Ding. Unterricht bei Ex, nur 99,99 die Minute. Plus minus Provision. Okay. Exo, du musst jetzt irgendwie sagen, was ich machen muss. Ich bin zu schlecht für das Runter. Level. Okay, erst also du hast Fehler. Also du könntest jetzt dann beim zweimal die Fehler machen, könntest aber dann versuchen, sofort abzuspringen, statt dran zu bleiben. Während der Phase dich nicht trifft, ist zwar furchtbar schwer umzusetzen, aber du schaffst es, ja? Nee. Egal, bleib dran, ne? Okay, ich versuche dir Tipps zu geben. Es ist derselbe Scheißtrick wie vorher. Danke für deine Tipps. So, bitte. Ich esse gleich aus Frust wieder, mein Essen wird fett. Okay. Nein, aber ich bin so froh, der Winter ist endlich vorbei und ich mache so viel Sport in letzter Zeit und oh, fühle mich einfach so Fuck fit. you! Nein! Ich rede doch nicht mit dir, ich rede mit dem dicken Klempner. Also so musst du mich jetzt auch nicht beleidigen. Nein. Sagte doch, ich rede nicht mit dir. Ja, mit den dicken Klempner in mir. Das klingt so falsch. Ach Leute, was ist denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Oh Gott, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. So in dieser Was ist da Betonung. Ja, was ist denn da los? Was ist denn da los mit Jungs? Schau Gott, dir das an! wo habe ich diesen Dialekt eigentlich? Was ist doch nicht, wo er den Dialekt hat? Frag dich was Leichteres. Ich kenn dich nicht, Mann. Du kennst mich nicht. Nein, ich kenn dich nicht. Wer bist du eigentlich? Was machst du hier eigentlich in meinem Let's Play? Schau, Doch. dass du rauskommst. Deine Freundin kennt mich und wollte, dass ich das Niveau da bringe. Gern geschehen. Leute, was macht denn der Typ hier in meinem Let's Play? Der hat dir angeklopft. Ja, geklopft. Knock, knock, tot. Der hat hier angeklopft, ne? Und dann hat er gesagt, hallo, wer ist denn da? Da hab ich gesagt, hey, was störst du hier? Ich mache gerade Let's Plays. Dann hat Ja, er aber. gesagt, ja, er hat auch so einen kleinen Kanal und er ist voll der Fanboy und er ist ein Groupie und er möchte Autogramme. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, bleib da. Und ich wusste, dass er so lästig ist. Boah. Ja, ich bin ein Fan von Exo hat Bierbräuchen. ja wegen mir angefangen, Let's Player zu werden, das möchte ich dir noch sagen. Richtig! Man sieht nur den Kanal, die ersten Videos, die hochgeladen wurden. Ja. Ich finde übrigens YouTube interessant, es wurde ein Video gesperrt. Mit der Begründung, es sei zu anstößig, was war? Da war ein kleines Kind in Klamotten, hat nur irgendwas pervers, also was leicht dezentes Perverses gesagt. Was dezent Perverses. Und Was ist deswegen denn wurde was es dezent gesperrt. Perverses? Leck meine Eier! Nee, irgendwie keine Ahnung, weiß ich, na, den Jungen würde ich auch mal gerne vernaschen oder so, und keine Ahnung, so ein Shit halt. Die war klein, höchstens 12 oder so. Und hier gibt es andere Videos, wo erstens die Thumbnails irgendwie schon nackte Frauen eigentlich zeigt, die gerade noch so ihre Nippel verdecken. Oh ja. Oh ja, der Fuzzy stand auf die Peitsche. Leute, ich schaff dieses Level nicht. Ich schaff dieses Level Vor nicht. allem bei YouTube, da wird der Nacktheit und so eigentlich zensiert, ne? Nee. Nicht wirklich. Ja, es kommt drauf an, wegen unangemessenen Inhalten, so ein Shit, werden die Videos gesperrt. Habe ich letztens eine Fun-Compilation gesehen, die absolut nicht lustig ist. Ich weiß nicht, was das für ein Humor sein soll. Na egal. Hat man eine Frau gesehen, die war halt auf so einem Büffel, halt dieses Reiten da, du weißt schon. Ja.
Und da hat es halt so geshakt und da ist halt der BH unterrutscht und hat halt ihre Brust gesehen. Und das ganz schön Ja, lange. ja. Und also wenn man sowas zulässt, aber wenn sich irgendwie sein Video leicht so sexuell gibt, so ein bisschen so sexuelle Gesten, machst du so Doppeldeutigkeit wie, oh mein Gott, ja, ich werde von einem Brot genommen, als Beispiel. Und das dann sperrt, weil es so unangemessen sein soll, dann raff ich nicht. Vor allem andere Videos zum Beispiel haben ja auch so ein Problem, dass die nicht mal so unglaublich sexuell sind. Aber was oft passiert, wenn die dann so irgendwie Schwule sind, die rumschwulen, dann wird sowas auch gerne gesperrt. Das fällt sowas eigentlich erst gar nicht auf, erst wenn man so drauf achtet. Das ist total heftig. Nein, das war zu früh, aber noch gut gerettet. Ja, sehr gut, Blackinator und Alligator, Stimmt, den Namen habe ich dir auch mal gegeben. Ja, Ah! ich weiß, wie man das da machen muss. Man müsste das erste drüber springen und dann leicht runter und dann noch irgendwie den Fassis ausweichen und dann noch schnell das Ding drücken und dann hoffen, dass man irgendwie überlebt. Und das Ganze macht man dann innerhalb von einer halben Sekunde, weil das Level eh schon so leicht ist. Und ich bin der Blackie. Ich erinnere mich an unsere Anfangszeit, wo ich für dich zu schnell geredet habe. Entweder du redest jetzt langsam oder ich verstehe dich besser oder ich rede schneller. Du hast dich wahrscheinlich einfach mal an meinen Sprachgebrauch in dieser Weise gewöhnt. Wahrscheinlich versteht dich keiner in den Let's Plays und alle denken, hey, der versteht ihn doch nicht, der labert doch nur so mit dem. Ja, Der alte ich hier. versteh mich genug Leute. Also auch neue, die mich dann so irgendwie entdecken, sagen ja auch, ey, ist total lustig. Und dann rede ich mal ein bisschen mehr mit denen, sofern die mal irgendwie dann versuchen, Kontakt aufzubauen. Was manchmal sehr ungewöhnlich ist, aber gut, das lässt mal so stehen. Und dann frage ich auch so, allein wegen der Verständlichkeit, habt ihr Tipps oder so oder Qualität und so ein Mist? Und Verständlichkeit hat sich bis jetzt nur eine einzige Person beschwert, die mich aber nicht abonniert hat. Vor allem, Oh. unter irgendeinem Video hat er einen Kommentar geschrieben, der ironisch gemeint sein sollte. Und ich habe halt gemeint, selbst als Ironie wäre das nicht mal lustig. Ach komm, ich war doch ganz unten. Hat auf einmal angefangen, einen Kommentar unter meinem aktuellsten Video zu schreiben, und zwar zu dem Lufia-Ding. Und die Lufia-Videos sind ja auch schon ein bisschen alt. Ja. Das ist ja richtig lang her. Ich meine, ich habe mich ja in der Zwischenzeit schon ein bisschen gebessert. Ich versuche auf Sprechen zu achten, aber naja. Man kann sich jedem recht machen. Boah, ist das eine Abfuckstelle. Wow. Ja. Nee, was soll ich noch sagen? Nee, als Beispiel bei einem. Nein, wie kann ich nur an so einer Stelle failen? Fuzzies halt. Fassis halt, was ist Fassis halt? Das Level ist schwer. Naja. Was, naja, du hast es so nicht geschafft, also laber nicht. Wir Das haben ist hier. allgemein die Level mal anders geschafft. Wir hätten auch alles auf normal mit klein spielen können. Oder das Lava-Level, da Klar. haben wir auch von der Mitte aus diesen Trick verwendet, den ich Das gesehen habe. stimmt, aber das Lava-Level war auch ein bisschen über. Overmatched für Strikt. die Verhältnisse. Ich wusste ja, dass man ab der Mitte weiterspielen kann, auch wenn man ein anderes Level zwischenzeitlich betritt. Ja, okay, das wusste ich halt nicht. Das Lava-Level war ja echt outstanding vom Das Schwierigkeitsgrad war. her. Ja, gut. Das ist halt im Vergleich zu den Special-Welten, ist das halt ein Kinderspiel, ne? Ja, Ich versuche das jetzt mal ist. was anderes. Okay. Ja, Nee, bitte. warte. Warte, ich versuche was anderes. Also versuch es an. Ich dachte, du wolltest gerade was anderes anschneiden. Mann. Was zur. Okay, ich versuch's doch nicht so. Das ist, glaube ich, ein bisschen falsch. Wobei Abiso. es cool aussah. Das stimmt. Nee, halt wegen einem Luffy-Video, wo schon wie die Begrüßung und die ganze Begrüßung halt dich vorgestellt. Also halt so wieder mit dem lieben Blackie. Also so Freunde bekommst du zu Luffy beim letzten Mal sowieso und dann noch der Blackie, hallo. Das habe ich irgendwie, glaube ich, in 6 Sekunden gesagt. So dermaßen schnell du nur so, what? Ja, hallo, ich bin der Blackie. Was? Ja, komm, du redest aber auch schnell, das musst du Das war zugeben. mit Absicht so schnell gesprochen. Ich kann sehr schnell reden. Ich kann, keine Ahnung, also wenn ich auf Höchstform bin, kann ich eigentlich 14 bis 15 Silben in einer Sekunde sagen. Das Höchste eines, was für Menschen möglich wäre, wären 16 Silben. Also ich kann verdammt schnell reden, aber das ist halt zum Beispiel bei mir eher undeutlich. Deswegen, also wenn ich zum Beispiel Musik machen würde, Rap sagt ja was, Double Time. Ja, ich setze mich da in letzter Zeit ein bisschen aus. Ich habe immer noch keinen Hang für Rap, aber naja, ich werde von Freunden gezwungen, die sich da mal versuchen und ja. Da muss man ja irgendeine Materie haben, mit der man sich auseinandersetzt. Weil es halt auch Leuten aufgefallen ist, warum machst du nicht mit? Du kannst so schnell reden, musst nur verständlicher werden. Ja, dann denke ich mir auch mal so, ja, danke. Das klang zwar jetzt eher negativ, aber hey, der Gedanke ist erzählt. Nein. Aber. So, jetzt hat. Ich weiß jetzt, wie es geht. An sich kann ich halt wirklich total sehr nice. Sehr nice! Sehr nice! Sehr schnell reden, deswegen. Oh, Blackie hat's geschafft. Komm. Blackinator! Ui. Ah, geht doch. Oh, ich war vorher ziemlich kurz vom Ziel. Ja. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das Level habe ich schön geschafft. Passt. Bin ich zufrieden.
Und wieder retour. Jetzt machst du erstmal ein Safe, manage den Part oder machst du noch weiter? Aber bis jetzt hast du ja nur den Geheimausgang mir gezeigt. Das ist ja eins. Nee, ich mach schon noch weiter. Cool. Ich hab eigentlich vor, noch Burg 7 zu schaffen heute. Oh, das ist ja voll nice von dir, ne? Soll ja ein bisschen ausgeglichen sein, ne? Wobei, mir fehlen ja... Ah, Moment mal, im nächsten Level fehlt ja auch noch der Geheimgang.